Die Löwen stehen im Achtelfinale des DFB-Pokals. Nach 3 Jahren das erste Mal wieder unter den letzten 16 Teams. Ich denke, war eine Pflichtaufgabe, unsere Pflicht, weiterzukommen. Und ja, das ist schon sehr wichtig, da der Verein auch das Geld gebrauchen kann. 2 Tore von Moritz Stoppelkamp, die Nummer 10 der 60er, zurzeit richtig gut drauf. Ein hart erkämpfter Sieg, dem große Töne der Berliner vorausgingen. Was wir da in den Zeitungen gelesen haben, war schon ja, recht arrogant von denen. Ich denke, sie haben jetzt einmal einen Bundesligisten geschlagen, das sollte man jetzt nicht überbewerten. Ich denke, wir haben die passende Antwort gegeben auf dem Platz und ja, hoffe, dass sie jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen sind. In der Bundesliga dagegen läuft zurzeit nicht gerade rund. Die Bilanz, 1 Punkt aus den letzten 3 Spielen und eine hitzige Trainerdebatte in den Fanforen. Der Sieg gegen Berlin dürfte die Aufregung in und um den Verein etwas herunterkochen. Ich hoffe, dass wir jetzt darauf aufbauen können. Ich denke, die letzten 3 Spiele in der Liga waren nicht so berauschend. Wir müssen natürlich jetzt sehen, dass wir wieder in die Spur kommen, auch in der Liga. Und ich denke, das war ein guter Ansatz gestern, aber mehr auch nicht. Noch steht nicht fest, gegen wen die Löwen in der nächsten Pokalrunde am 18. oder 19. Dezember antreten müssen. Am Samstag müssen sie erstmal in der Allianz Arena gegen den FC St. Pauli ran. Die nächste Hürde auf dem Weg zurück nach oben.